bei Carreport Online. Ich muss heute ein bisschen lauter mit euch reden, denn ich habe mächtig Dampf unterm Hintern. Viel Spaß mit dem neuen Peugeot RCZ-R. Los geht's. Das R am Heck des erfolgreichen Sportcoupé RCZ ist neu und macht ihn zum stärksten Peugeot aller Zeiten. Mit 270 PS legt der R im Vergleich zu seinem zivilen Bruder ganze 70 PS drauf. Die speziell aus einer Aluminiumlegierung gefertigten Kolben machen diesen Leistungszuwachs möglich. Eine Technik, die sonst nur in der Formel 1 vorkommt. Mit dem Facelift hat man bei Peugeot auch den RCZ nochmal aufgefrischt. Der R bekommt ein paar Specials wie große 19 Zoll Felgen, Dachkanten, Spoiler und eine riesige Doppelrohrauspuffanlage. Die klingt innen besser als außen. Insgesamt wirkt der R auf jeden Fall aggressiv und dennoch schmuck und schön, wie ein Franzose eben sein muss. Spürbares Turboloch stetig nach vorne marschiert. Das Gaspedal ganz durchgedreht, braucht man die rechte Hand immer am Schaltknopf. Kurz übersetztes Getriebe und mega kurze Schaltwege sorgen für einen Riesenspaß auch auf der Autobahn. Mit speziell für die Rennstrecke gefertigten Reifen von Goodyear, einem Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung, strafferen Federn, modifizierten Stabis und veränderten Spur- und Sturzwerten geht der R auf Kurvenjagd. Das 1000-Differential sorgt dabei für die nötige Traktion. Das Kurvenverhalten des neuen RCZ-R ist wirklich unglaublich. Ein Untersteuern beim Einlenken spürt man kaum. Wahnsinn! Dank dem Frontmotor des neuen RCZ-R bleibt im hinteren Teil genug Platz für einen geräumigen Kofferraum. Das Golfbag lässt sich mühelos verstauen und auch für ein paar Wasserkisten findet sich hier Platz. Der Tankdeckel ist übrigens zur Hälfte am Kofferraum. Zum Tanken kann ich sagen, angegeben ist er mit 6,3 Litern. Wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, kommt man sogar sehr nah an die Angabe. Er lässt sich tatsächlich sehr effizient fahren. Rassiges Fahrverhalten, das ist das, was man bei Peugeot unter dem R am Heck des RCZ versteht. 270 PS, direkte Lenkung, super Gasannahme und tolle Reifen. Das macht besonders in kurvigen Landstraßen richtig Spaß. Auch auf der Autobahn, das Fahrzeug hat eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km pro Stunde. In jeder Lebenslage, dieses Auto macht richtig Laune und ist trotz seines harten Fahrwerks noch ziemlich alltagstauglich, da wir auch einen großen Kofferraum haben. Ich möchte mich bedanken beim Autohaus Peugeot in Mainz, dass sie uns dieses Fahrzeug für 2 Tage zur Verfügung gestellt haben. Wer Interesse hat, kann dieses Fahrzeug gerne sich bei dem Autohaus anschauen und Probe fahren. Für alle, die den Testbericht nochmal lesen möchten oder anschauen möchten, unsere Internetseite www.carreportonline.de. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen, anschauen, die Bewertung ansehen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.